damit herzlich willkommen zum Tarmstalk. Wir sprechen über Direktvermarktung und wir heißt, mein Name ist Sven Tietzer, ich bin Fernsehfuzzi. Vielleicht kennt der ein oder andere die Sendung Treckerfahrer dürfen das. Dadurch bin ich eigentlich legitimiert, um mit euch beiden heute zu sprechen. Weil ich viel auf landwirtschaftlichen Höfen bin und unterwegs bin. Ich selber bin kein Landwirt, ich bin Junge vom Dorf. Aber ich glaube, wenn meine Eltern Landwirte gewesen wären, wäre ich auch Landwirt geworden. Und ich glaube auch, dass, ohne dass wir uns jetzt schon unterhalten haben, ihr einen ganz guten Weg eingeschlagen habt, nämlich die Direktvermarktung. Also, Sven Köck, du bist da. Vielleicht kannst du dich erstmal ganz kurz so ein bisschen selber vorstellen. Was hast du für einen Hof? Was machst du genau? Ja, Sven, du hast schon gesagt. Ja, Sven, guter Name. Genau, ne? Schöner Vorname auf jeden Fall. Kann ich mir merken. Ja, wunderbar. Genau, ich bin Sven Kühl, komme nicht weit weg hier von Tarmstedt, aus Gnarrenburg oder Glinstedt heißt der Ort. Und wir haben uns 2019 gedacht, Mensch, wir produzieren Milch auf unserem Hof. Wir sind also ein klassischer Milchviehbetrieb mit Kühen und weiblicher Nachzucht und ein bisschen Futterbau dafür. Ein paar Speisekartoffeln haben wir noch, da kommen wir später noch zu. Aber haben gesagt, Mensch, die Milchpreis, so richtig dolle ist das nicht. Wir wollen mal was machen, wir wollen nicht nur meckern, sondern wir wollen unsere Milch jetzt zumindest mal anfangen, ein bisschen direkter zu vermarkten und sind dann in die Direktvermarktung eingestiegen mit der Käseproduktion und machen aus einem Teil unserer Milch halt Käse. Das ist schon mal ein guter Angang. Jetzt wissen wir, jetzt können wir dich einordnen. Heiko Gerken, du bist auch bei uns. Du machst keinen Käse. Ich mache keinen Käse, nein. Wir verkaufen Fleisch und Wurst in der Direktvermarktung und mag ich beides. Online. Ja, das schmeckt auch sehr gut. Wir haben auch besonders Gutes, genau. Was heißt besonders Gutes? Haben einen Betrieb 3 Kilometer entfernt von Tarmstedt in Heppstedt. Einen landwirtschaftlichen Betrieb, in dem wir Mutterkühe und Schafe halten und deren Fleisch und Fleisch von anderen Erzeugern hier aus dem Elbe-Weser-Raum online verkaufen, aber auch im Hofladen. Und genau, das Online-Geschäft machen wir jetzt seit 5 Jahren und den Hofladen jetzt seit einem Jahr. Und genau, da sind wir sehr zufrieden mit dieser Richtung. Oder du brauchst noch Werbung und sitzt deswegen hier. Oder so, genau. Aber Werbung kann beides, nie, das schließt sich nicht aus. Nee, Werbung kann nie schaden. Ja, das ist ja, also das heißt, ihr habt euch beide für diesen Weg entschieden. Übrigens, wir können das ja kurz mal sagen, wir beide kennen uns, ne? Weil du sagst, dass du hast dich 2019 da für diesen Weg entschieden. Ich war mal bei euch und wir haben die 72-Stunden-Aktion der Landjugend begleitet. Ja, habt genau. Ihr eine Brücke gebaut, ne? Nee, das war die andere Aktion, ja, die begleitet. Ich war parallel bei Zweien. Genau, ne? Du warst nicht, bei Zweien. Heißt, ich weiß gar nichts mehr. Nee, richtig. Wir haben eine kleine Sitzecke bei uns in der Landjugend gebaut mit Feuerstelle und den Dorfplatz verschönert und Blühstreifen angelegt und solche Sachen. Ja. Also alles fürs Dorf. Sehr gut, sehr gut. Okay, ihr beiden, dann wir halten das so ein bisschen offen, wenn wir uns unterhalten. Ne? Wieso habt ihr euch denn für diesen Weg entschieden? Heiko, fang mal an. Ja, also ich bin leidenschaftlicher Fleischesser erst einmal. Oh, ich auch. Darf man das noch laut sagen? Ja, man darf das. Bin ich fest von überzeugt. Es kommt immer darauf an, was für ein Fleisch man isst. Und da stehe ich auch fest dazu. Und ich konnte halt bei mir im direkten Umfeld nicht so das Fleisch bekommen, was ich gerne essen möchte. Oh. So, und wir haben in den Anfang 2000er unseren Betrieb damals stillgelegt. Ich habe den irgendwann wieder angefangen im Nebenerwerb und habe dann eine Mutterkuhherde so langsam aufgebaut dazu. Und habe darauf aufbauend einen Online-Shop ins Leben gerufen, um unsere Produkte nicht nur für meinen Kühlschrank, sondern eben auch darüber hinaus anbieten zu können. Da gibt es ja immer verschiedene Wege. Ne? Also ich habe bei mir im Dorf jemanden, der züchtet Galloway-Rinder und der vermarktet die auch selber. Und er macht das eben so, das kennen wir ja, heute heißt das Cowsharing, glaube ich, oder so, ja. Dass du dann mit 12 Leuten das ganze Tier kaufst und jeder bekommt ein kleines Stück Filet, ein Stück aus der Keule, er macht dann das Mett und so weiter. Das ist ja auch eine Variante. Aber ich habe das Gefühl, du bist auf jeden Fall da schon sehr viel weiter. Du hast auch einen Hofladen, der komplett ohne Personal auskommt und digitalisiert ist. Das erklär mal, wie funktioniert das? Also wie sieht das aus, wenn ich da reinkomme?
Ja, also im ersten Moment sieht es aus wie ein ganz normaler Hofladen. Das ist halt ist ein freundlicher, offener Raum mit vielen Regalen und tollen Produkten in Kühlschränken, Tiefkühlschränken, in Regalen. Ja. Das Einzige, was halt der Unterschied ist, es ist kein Personal da. Okay. Und zwar ist es theoretisch so wie im Supermarkt, nur dass keine Kassiererin oder kein Kassierer da ist, sondern jeder seine Produkte selbst einscannen muss. Und dann über Handy, Smartwatch, Karte letztendlich bezahlen kann am Ende des Einkaufs. Wie oft wirst du beschissen? es ist schon vorgekommen, aber sehr, 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 vielleicht auch, weil wir sehr ländlich wohnen, sehr selten. Ah, man kennt seine Pappenheimer, ne? Ja, es ist natürlich auch kameraüberwacht, das schreckt vielleicht auch ab. Aber wenn ich mir überlege, wir machen das in unserer kleinen Familie ohne Fremdpersonal. Wenn ich irgendwo 20-25% an Personalkosten immer noch obendrauf rechnen muss, da kann schon viel für geklaut werden, sage ich jetzt mal auf der anderen Seite. Du, ist ganz witzig, ich war gerade in England unterwegs, 3 Wochen, und da sind die in den Supermärkten irgendwie ein bisschen weiter als wir. Da wird auch gerne eingescannt. Ich hatte einen Teil vergessen und dann denkst du, ja, fällt ja vielleicht auch gar nicht auf. Und beim Rausgehen gibt es Alarm. Das haben wir noch nicht. Ne? Bei uns steht ja immer noch im Baumarkt oder im Supermarkt jemand an diesen Expresskasten und schaut einem auf die Finger. Okay, du hast da auf dem T-Shirt leider genau unter der Tasche. Sind das deine Tiere? Das sind unsere Anglerrinder. Wir züchten ja. Kann man das so ein bisschen runterziehen? Ja, genau. Das ist so ein. Warum hast du das denn genau hinter der Tasche? Die habe ich geschenkt bekommen, das T-Shirt, und das war so ein kleiner Gag. Ach so. So, genau. Immer ein Rind auf Tasche, sozusagen. Ja, also wir züchten eine seltene Rasse, gibt es nur noch 350 Kühe von, also ohne die Nachzucht, sind also ein paar tausend Stück Rinder, die es von der gibt. Das Anglerrotvieh, alte Zuchtrichtung, und die versuchen wir halt durch Nachfragesteigerung am Leben zu erhalten. Ich komme ja aus dem Harz, da haben wir das Harzer Höhenvieh, glaube ich, ne? So heißt das? Oder? Ja, genau. Die sind ganz entfernt verwandt, aber ähnlich vom Charakter und von den Eigenschaften. Genau. Also, generell will ich gleich mal eins sagen. Ich finde das natürlich wunderbar. Freund von mir ist Metzger und der arbeitet mit 3 Landwirten zusammen, die für ihn die Schweine züchten. Er selber hat auch Tiere, er hat auch Rinder. So, er hat kurze Transportwege, er kennt seine Landwirte. Er bezahlt denen auch ein bisschen mehr. Dafür behandeln sie die Tiere sehr gut. Witzigerweise habe ich da auch mal einen Film drüber gemacht. Der heißt Besser ohne Bio. Den gibt es bestimmt noch in der Mediathek zu finden. Geht im Prinzip darum, und das werdet ihr ja auch kennen, ihr habt ja sicherlich sehr viel Bürokratie am Hacken, sage ich jetzt mal so. Und da kann Bio natürlich auch sehr viel, ja, ich will jetzt nicht sagen kaputt machen, aber sehr viel erschweren. Und da ist es eben so, dass der Landwirt die Schweine auf Stroh hält, die Schwänze werden nicht kopiert, die bekommen noch nicht mal irgendwelche Medikamente, weil sie gar nicht brauchen. Ja? Die haben genug Platz, die können sich auslaufen. Und dann weiß mein Freund, der Metzger, er bekommt da ein gutes Fleisch. Sven, du hast das da vorhin angedeutet, dass ihr Käse macht, aber ihr habt auch eure eigenen Tiere noch. Oder habe ich das falsch verstanden am Anfang? Genau, also wir sind ein Hof noch, so wie es so ein richtiger Familienbetrieb mit 120 Kühen, die wir melken. Und haben dann irgendwie gesagt, Mensch, wir wollen ganz gerne die Milch nicht nur mit dem LKW zur Molkerei schicken, sondern wir wollen einen Teil der Milch auch irgendwie selber in der Hand nehmen und selber vermarkten. Und wir haben bei uns in der Nachbarschaft einen anderen Direktvermarkter, der schon jahrelang erfolgreich Kuhmilch als Trinkmilch vermarktet und auch Joghurt macht, haben gesagt, naja, mit dem verstehen wir uns auch gut, das wollen wir jetzt nicht zwischengrätschen, aber was uns noch fehlt, ist Käse. Und da sind wir dann haben uns auf die Suche gemacht, wie können wir das machen, wie können wir das angehen. Wir sind, also ich sag mal, Forstort Anfang ist ein schönes, beschauliches Dorf, aber wir müssen ehrlich sein, das ist nicht der Nabel der Welt. Das heißt, wir werden Probleme kriegen mit der Vermarktung und deswegen haben wir uns ein bisschen gescheut, da gleich was hinzusetzen, eine Milchverarbeitung, um uns festzulegen, um die Kosten erstmal zu haben, und sind dann auf eine mobile Käserei gestoßen, die auch nicht weit wegkommt. Die kommt aus Elsdorf, das sind ungefähr 20-25 Kilometer von uns, und seit Jahr und Tag kommt dann
Ja, die gute Steffi heißt sie, circa einmal im Monat zu uns, früher mit dem Autoanhänger, mittlerweile hat sie sich ein bisschen vergrößert, ist so ein kleiner LKW geworden und macht den Käse dann direkt bei uns vor Ort auf dem Hof von unserer Milch. Ach was, wie lange brauchst du denn dafür? Ja, die Verarbeitung dauert so ungefähr 6 Stunden. Ja. Für eine Charge, das sind dann 1000 Liter Milch oder sie kann auch 2 Chargen machen, das wären dann dementsprechend 2000. Und die Molke, das finde ich das Schöne, bleibt bei uns auf dem Hof. Bleibt nicht auch der Käse dann bei euch? Also lagerst du den Käse oder wie macht ihr das? Genau, der Käse muss ja noch gereift werden. Eben. Der reift ja 5 Wochen. Und das ist gerade so der Knackpunkt. Also da darf nichts schief gehen, da muss das 100%ig laufen. Und deswegen haben wir das mit abgegeben an unsere Käserin oder sie bietet es auch an. Sie nimmt dann praktisch die... Sagt man das so, Käserin? Käserin, ja. Ja, ist das ein Beruf oder was? Ja gut, die Molkerei, Fach. Hat das schon mal jemand gehört? Käserin hier? Nee, ne? Doch, ja? Ja, ich denke schon, das ist so. Also okay. Für uns ist das unsere Steffi einfach, auf jeden Fall. Ja, okay, alles klar. Genau, und den Käse nimmt sie dann mit und reift das bei ihr im Lager. Der bekommt dann aber so Zahlen, ich sag mal so eine Art Brandmarke, dass wir auch wissen, da hat jeder Betrieb seine Nummer, dass wir auch wirklich den Käse aus unserer Milch wiederbekommen. Und man schmeckt das auch. Also ich sag mal, wenn man eine Fütterung umstellt, dann kann man das später im Käse auch schmecken zum Beispiel. Quatsch. Ja, klar. Was ist denn das für ein Käse? Ein halbfester Schnittkäse heißt es. Ja. Und wir haben gesagt, wir wollen unserem Käse natürlich einen Namen geben, sondern das soll nicht nur einfach ein Gouda sein, sondern wir wollen sagen, das ist von uns, das ist was Besonderes, weil der ja nur auch tatsächlich aus unserer Milch ist. Und wir liegen mit unserem Betrieb im Moor und deswegen ist es unser Moorkäse. Okay, also schmeckt er sehr muffig. Nein, das Nein. War Spaß. Ja, wie würdest du den Geschmack beschreiben? Also dafür, dass er nur 5 Wochen gereift ist, das ist bei Käse relativ wenig. Ja, finde ich auch. Aber dadurch, dass er in der Industrie wird es oft so gemacht, weil die natürlich nicht die Manpower haben, der wird ja in eine Hülle verschweißt und reift in einer Plastikhülle und ist dadurch sehr mild und sehr milde im Geschmack. Und unser ist nach 5 Wochen, weil er handwerklich hergestellt ist, mit einer Salzrinde oder in Salzrinde reift und alle 2 Tage bei unserer Käserin auch gedreht wird und gewendet. Was machst du dann aber? Nee, das macht unsere Käserin noch. Also diese 5 Wochen. Kommt die jeden Tag vorbei oder was? Nein, also sie nimmt das mit zu sich im Reifelager. Jetzt habe ich. Genau, und das macht sie dann noch. Und obwohl der nur 5 Wochen gereift ist, ist er schon relativ geschmacksintensiv. Also einfach da schon mal mehr Geschmack dran als Industriekäse. Den möchte ich jetzt nicht verurteilen, aber also das ist einfach der Unterschied. Dabei ist aber noch sehr cremig. Also der wird nicht trocken, der wird nicht fest, sondern ist sehr cremig und sehr geschmackvoll gehalten. Aber so ein Stinker ist es nicht, wenn du den aufmachst im Kühlschrank und musst das ganze Haus evakuieren. Nee, das ist es auf jeden Fall nicht. Nein. Ja. Ich esse ja gerne Harzer Käse, ne? Da weißt du Bescheid, was da manchmal los sein kann, ne? Ja, das glaube ich. Okay, und was ist dein Spezialprodukt? Oder hast du eine spezielle Wurst, die du da in deinem Laden hast? Oder wir haben halt, genau. Oder sind die einzigen, die ich auf jeden Fall weiß, die das Anglerfleisch, also das Fleisch vom Anglerrind, offensiv auch bewerben und verkaufen. Das heißt, es gibt das Fleisch dieser Rasse so nicht im Handel oder irgendwo anders zu bekommen. Ja, jetzt habe ich eine Fachfrage an dich. Ja, ich kann sie beantworten. Ja, ganz sicher, ganz sicher. Ich hatte mal eine Live-Schalte und da ging es um eine Frau, die Galloway-Rinder gezüchtet hat. Wir haben das alles so vorgestellt und gezeigt. Und am Abschluss dieser Live-Schalte haben wir auch verköstigt. Es wurde ein Stück Fleisch auf den Grill gelegt. Was unser Aufnahmeleiter verpasst hat, war, das Fleisch zu würzen. Und er gab uns das und ich wusste das aber nicht und habe also ein ungewürztes, gegrilltes Stück Fleisch gegessen. Und das hat bei diesem Galloway-Rind das hat an sich schon würzig geschmeckt, leicht nussig sogar. Kannst du das bestätigen, dass man dein Fleisch ungewürzt essen kann? Ja, absolut. Also ich würde sogar empfehlen, nur wenig Salz und wenig Pfeffer, wenn überhaupt, dran zu machen und sonst gar nichts. Nee, weil dann ist sonst der Fleischgeschmack, das muss man bei einigen Industrieprodukten machen, damit überhaupt Geschmack dran ist. Aber bei diesen hochwertigen Produkten wäre das eher ein Frevel, da zu viel an Gewürzen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay. Und jetzt hast du gesagt, bei euch gibt es da schon jemanden im Ort und ihr wollt nicht zur Konkurrenz stehen.
oder in Konkurrenz stehen. Das ist natürlich auch immer eine schwierige Entscheidung. Wie habt ihr es denn geschafft oder wo steht ihr jetzt im Moment? Seid ihr noch, habt ihr genügend Kunden, die zu euch kommen? Könnt ihr damit überleben? Braucht ihr mehr Kunden? Wahrscheinlich braucht man immer mehr Kunden, aber irgendwann hat man ja auch nicht mehr genug Käse, ne? Oder genug Fleisch. Wie ist da jetzt der Stand bei dir, Sven? Also das Gute ist, dass wir ja das durch diese mobile Käserei, durch unsere Käserin machen lassen und ich kann das mit einem gewissen Vorlauf natürlich ein bisschen terminieren. Das heißt, wenn ich weiß, ich brauche mehr Käse, ich habe mehr Kunden, sage ich, Steffi, komm mal bitte einmal öfter oder mach ein bisschen mehr Käse und andersrum halt genauso. Und wir versuchen natürlich immer, Kunden zu finden und von unserem Käse zu überzeugen. Steffi ist die Käserin, ne? Ist die Käserin, nicht deine Freundin oder Frau. Nein, genau, das ist unsere Käserin. Ich muss ja im Bilde bleiben. Ja, richtig, auf jeden Fall. Und es ist halt irgendwie so für uns so, jeder, finde ich, sollte das mal probiert haben. Ich finde, also wir selber zum Beispiel essen auch mal anderen Käse. Wir sitzen hier im Farmstore, habt ihr gar nichts mitgebracht? Wir machen einen kleinen Ausflug gleich, in Ordnung? Wir sind hier mit dem Stand vertreten, auf jeden Fall. Wir laden alle herzlich ein, wir haben auch was zum Verköstigen da. Also jetzt möchte ich den wirklich mal probieren. Ja, kannst du gerne, auf jeden Hast Fall. Hast du auch einen Stand hier, Heiko? Wir stehen durch Zufall auch direkt nebeneinander. Ach, großartig. Ja, das passt natürlich dann. Können wir nicht schnell jemanden losschicken, der was holt? Dann sehen wir das hier auch mal. Guck mal, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, gerne. Ja, das wäre doch super. Oh, Ladies, vielen Dank. Wunderbar, sehr jetzt schön. Bin ich wirklich neugierig. Ja, genau. Die Standnummer ist wichtig. Ja, die finden das, die kennen sich aus. Das ist jetzt für die Insider, ne, die Sendung gucken. Aber in welchem Zelt sind wir denn hier? Zelthalle 2 sind wir. Da seid ihr auch, genau, ne? Genau, richtig, ja. Hier, das können wir überhaupt mal nebenbei sagen. Wir sitzen hier auf einer Bühne in einem Zelt. Wir bei 30 Grad draußen. Innen drin sind wir schon nass, ne? Richtig nass geschwitzt. Wir müssen uns ab und zu mal über die Stirn fahren. Es ist sehr warm hier. Es hat aber geregnet hier, ja. Bitte? Es hat geregnet von innen hier, ja. Ja, aber wirklich. Okay, während wir jetzt hier was geholt bekommen, wie aufwendig oder wie groß ist dieser bürokratische Aufwand? Ich höre das immer von meinem Metzgerfreund, der dreht langsam durch mit EU-Richtlinien und so weiter. Und es ist ja nun mal so, es gibt ja kaum noch, oder es werden ja immer weniger Metzger, die auf dem Land das weiterführen. Weißt du, die Kinder haben keinen Bock da drauf, zu viel Bürokratie. Wie ist es bei euch? Seht ihr das ähnlich oder habt ihr da große Hürden? Das geht ja los mit Verpackungskennzeichnung und allem Firlefanz. Ja, das schon. Und nochmal auf die Metzger, die ja immer weniger werden, auch zurückzukommen. Die kriegen auch keine Leute. Das ist auch ein Riesenproblem. Auch will keiner mehr Metzger werden. Ne? Genau, die Metzger aktuell haben, dass sie halt überhaupt keinen Nachwuchs bekommen. Und dadurch wir jetzt das erste Mal auch eine Sommerpause machen müssen. Nein, zwangsweise, jetzt. Weil der Metzger eben 2 Wochen auch sonst gar nicht mehr klarkommt. Der muss natürlich seinen Mitarbeitern auch den zugesprochenen Urlaub dann mal geben. Und wieder zurück auf die Frage. Ja, warte mal, dann lass mal kurz weitermachen. Das ist ja dann für dich, du stehst ja da auf sehr wackeligen Beinen, wenn du bist ja abhängig von dem Metzger. Ja, es gibt ja nicht nur einen, aber ich habe mich ja auf den festgelegt, weil ich seine Arbeit gut finde, weil wir gemeinsam tolle Produkte ja auch entwickelt haben. Und das ist natürlich schon, wir müssen das vorher absprechen gut auch, wann passt es am besten, wie kriegen wir es hin, dass wir diese 2 Wochen überbrücken, dass wir unser Lager ein bisschen strecken sozusagen, dass es passt und das ist schon eine Herausforderung, aber man meistert das dann, weil anders geht es halt auch nicht. Was machst du, wenn der den Laden dicht macht? Dann muss ich mir was anderes überlegen, man ist da ja flexibel. Okay, aber jetzt sind wir abgeschweift, Stichwort Bürokratie, Sven. Ja, ist tatsächlich viel, wie du schon sagst. Ne? Also, genau. Wir arbeiten natürlich mit frischen Lebensmitteln. Das ist natürlich, darf man nicht verachten. Also wir wollen natürlich auch beste Qualität abliefern und dort keinen Schmuh machen. Also ist da gewisse Kontrolle auch notwendig und sehe ich auch ein. Aber wir sind im Bereich der Direktvermarktung noch so ein bisschen bevorteilt. Also da sind die ein oder andere Hürde ist da etwas weniger vielleicht. Wenn man regional vermarktet, also wir werden natürlich trotzdem mindestens einmal jährlich kontrolliert und überprüft und auch Lebensmittelproben werden vom örtlichen Amt eingeschickt und überprüft. Das ist ganz, ganz normal so, aber jetzt geht es zum Beispiel darum, wenn wir uns ein bisschen erweitern wollen. Ja, jetzt siehst du wohl, wunderbar. Da muss ich ja gleich meinen Spickzettel wegpacken. Oh, das ist ja richtig viel. Okay. Genau, steck du dir mal was im Mund, ich erzähle mal eben kurz weiter. Da müssen wir mal gucken, dass man das auch sieht, was ihr da Schönes habt. Wir packen mal den ganzen Kladderadatsch hier vom Tisch. Sind das jetzt verschiedene Käsesorten? Oder genau.
wenn du, wir haben hier verschiedene Käsesorten, genau, das ist alles unser Moorkäse. Wir beginnen mit einem Naturkäse, der ist, glaube ich, gerade unten unter. Piek's mal irgendwas auf. Der hier? Ja, genau. Ja, hast du schon rausgefunden? Du darfst natürlich auch essen, ne? Ja, fang ruhig an. Und wir haben auf diesen Naturkäse haben wir ein paar Sorten aufgebaut. Und zwar gibt es einmal den mit Boxhornklee. Der ist das immer so ein bisschen schwer zu beschreiben. Der macht das würzig. Ich sage mal, es ist, als wenn ich so einen Schuss Maggi in eine Suppe tue. So ist das, so schmeckt das. Der hat nur 5 Wochen hinter sich. Der hat nur 5 Wochen. Dafür ist er aber wirklich würzig. Aber wenn ich den jetzt mit einem mittelalten Gouda vergleichen würde, das geht dir das... Hörst du das nicht so gerne oder kann man das sagen? Vom Vergleich her finde ich das schon ein Lob, weil dieser ist, wie gesagt, ja nur 5 Wochen gereift und so ein mittelalter Gouda. Ja. Ich weiß nicht genau, aber da sind wir ja schnell bei 10 Wochen, 10, 11 Wochen. Okay, gut. Wir machen mal gleich weiter mit deinem Käse. Hier gibt es noch einen mit vielen Kräutern, der ist so ein bisschen grünlich. Genau, wir fahren saisonal. Das ist grünlicher Käse, da ist Bärlauch mit drin. Mm. Das sind jetzt so die letzten Ausläufer aus der Bärlauchsaison. Die letzten gerade, ne? Laibe, die wir noch haben, genau. Der ist auch lecker. Ja, dann macht das so ein bisschen knoblauchartig, also das richtig ist so eine gut. Gewisse Gewürzmischung. Dann haben wir noch welchen mit Tomate, Basilikum. Ja, habe ich hier. Um das auch kräutermäßig zu machen. Oh, warte mal. So. Du musst parallel mitprobieren, Heike. Ja, soll ich dir meinen? Das tatsächlich schon alles gegessen, so, jetzt, weil wir ja nebeneinander stehen. Ja, stimmt, ich kenne die. Wir haben uns schon. Mhm. Also. So, Sven, und jetzt für die Schafen kann ich dir nochmal empfehlen, einen mit Pfeffer und Chili. Das ist eigentlich eine ganz coole Kombination, wie ich finde. Wir haben vorneweg den cremigen Käse. Der Pfeffer, der so eine leichte Würze reingibt und gleich, wenn du denkst, Mensch, der Chili, wo kommt der denn? Dann warte noch mal eben 10 Sekunden und dann kommt der gleich so hinterher. Ganz gemeiner. Ja, genau. Ja, noch ist alles gut. Ja, genau. Das, also manchmal. Na, jetzt kommt was. Ja, genau. Oh, von hinten von der Zunge. Kommt der wieder. Entwickelt sich nach vorne. Aber ja. Angenehm, nicht zu sehr. Geht. Oder kommt noch was? Nee, das ist so. Also wir wollen das ja auch nicht. Wollen auch noch Käse ne? sein, ne? Genau. Das schwitzen wir noch mehr gleich. Ja, richtig. Okay, Heiko, und was haben wir dann da von dir? Ist das eine Leberwurst oder was? Ja, ich muss ja sagen, das ist aus unserem Hofladen, aber jetzt nicht von unseren Rindern. Das ist eine Schweineleberwurst. Von daher passt die nicht so wirklich jetzt gerade ja. in meine Rindergeschichte hier jetzt rein. Aber es ist natürlich trotzdem von unserem Metzger hier aus der Region eine Bärlauch-Leberwurst. Mhm. Oh. Und genau, die wir eben auch über einen Online-Shop und über unseren Hofladen eben auch vertreiben, genau. Mhm. Auch schön würzig. Irgendwie ein bisschen, ja, die ist sehr rund. Haben wir die Sahne mit drin oder was? Nee, ne? Nein. Ja, schmeckt gut. Also, sehr gute, hochwertige Produkte. Alles andere hätte mich jetzt auch schwer gewundert. Paar Minuten haben wir noch. Wo, sagt ihr, wird die Reise hingehen? Wir hatten ja eben schon einmal gesagt, wenn die Metzger aussterben, wird es für dich sehr schwierig. Käse werden die Leute wahrscheinlich immer essen. Du hast gesagt, du bist jetzt schon sehr modern mit deinem Hofladen, digitalisiert. Ohne Personal kommst du aus. Also wo geht für euch beide persönlich die Reise hin? Wo seht ihr euch in 5 Jahren oder so? Heiko, fang mal an. Ja, also ich glaube, die Reise geht dahin, dass die Leute wieder mehr wissen wollen über Lebensmittel, wie sie produziert werden, wo sie herkommen. Das merken wir in unseren Gesprächen, die wir eigentlich, das war vor 5, 6 Jahren noch anders. Es wird einfach immer mehr nachgefragt, kommt es aus der Region, wo kommt das her? Das war auch der Grund. Wir sind ja mit dem Online-Shop angefangen, ohne, sag ich mal, den direkten Kontakt zum Kunden. Dass wir immer gefragt wurden, so, kann man nicht euch auch mal besuchen? Wie sieht es mit den Tieren aus? Kann man die besichtigen? Einfach mal gezeigt und das. Die Leute wollen mehr wissen, wo es herkommt. Und ich glaube, da geht die Reise hin zum Anfassen, gute Produkte. Und dann hat Fleisch auch eine Chance in dem Bereich, abseits von der Masse. Und da sehe ich meinen Part letztendlich in dieser Richtung weiterzumachen, genau. Ja, okay. Es gibt immer mehr Fleischersatzprodukte, aber es wird auch immer Menschen geben, die ein gutes Stück von einem Tier, das gut gelebt hat, zu schätzen wissen. Für mich ist das ganz wichtig, auch zu sagen, unsere Rinder sind 365 Tage draußen. So, und dadurch haben sie auch einen Wert in der Biodiversität, die immer mehr zum Thema wird. Wir wollen Weidehaltung haben. Ja. Wir wollen das draußen viel mehr passiert, auch was das Leben angeht. Und dann müssen wir auch dafür sorgen, dass draußen Tiere sind und dafür, ja. Lässt du sie auch auf sich allein gestellt in der Herde?
Oder? Ja, das schon. Sie haben ein Dach über dem Kopf, wenn sie wollen, was sie aber eigentlich nie wollen. Ist das so? Ja, die stehen immer draußen. Die sind auch irgendwo, knallhart, bei Wind und Wetter. Jetzt auch, bei 30 Grad? Ne? Ja, ja. Wie machen die das? Die haben halt eine andere Möglichkeit, sich zu regulieren. Die mögen das natürlich auch nicht bei 30 Grad. Also ihre Wohlfühltemperatur ist schon so um die 10, 15 Grad. So, da ist das... Ja, haben wir ja öfter in Norddeutschland. Ne? Ja, das geht ja zum Glück. Und du, Sven? Ja, ich sehe das ähnlich wie Heiko. Also ich möchte mal sagen, dass man, wo man hingeht, dass man sehen kann, wo kommt mein Produkt her. Ich finde, dass wir brauchen nicht unbedingt Bio, wobei auch die haben natürlich ihre Berechtigung. Aber ich finde es wichtiger, dass man, wenn ich das Produkt kaufe, dass ich sehe, wer hat es produziert, wer ist dafür verantwortlich, wer ist für die Tiere verantwortlich. Und im besten Fall, also wenn man zu uns in den Hofladen kommt und geht nochmal 100 Meter weiter, dann kann man gerne bei uns in den Stall gucken, dass der Verbraucher, der Konsument dann auch sich direkt davon überzeugen kann, wie werden die Tiere hier gehalten und habe ich den Eindruck, denen geht's gut. Oder nicht, weil ich glaube, das fehlt vielen einfach, dieser Bezug dazu, dass das nicht einfach aus dem Supermarkt kommt, das Lebensmittel, sondern dass das mit viel Mühe und Handarbeit auch teilweise immer noch sowohl vom Mensch als auch vom Tier erzeugt wird. Und diese Nähe sollte, hoffe ich, dass das wieder hergestellt wird oder dass wir das ein bisschen, diesen Bezug wieder schaffen können. Was aber ein bisschen dagegen spricht, ist so, dass wir... ja, ich sagte das vorhin, vor Anfang ist nicht der Nabel der Welt, ist schön, wir freuen uns über jeden Kunden, der kommt, aber wir versuchen halt auch ein bisschen nach außen zu gehen, dass man, ich sag mal, auch in einem Supermarkt unseren Käse bekommt, weil wenn jemand nur für unseren Käse in den Hofladen kommt, dann ehrt uns das natürlich sehr, aber wir wollen natürlich auch den Kunden die Möglichkeit bieten, dass wenn sie ihren normalen Einkauf mit Wasser und Milch und ich sag mal, die Tüte Chips besorgen, dass sie dann auch unseren Käse mitnehmen können, weil sie gerade da ist. Genau, der will das alles ist faul. Erledigen. Ja, interessant immer, dass wir uns ja dann am Ende des Tages wieder dahin so ein bisschen zurückentwickeln oder zu den Wurzeln zurückgehen, so wie es früher schon einmal war, vor etlichen Jahrzehnten. Ne? Scheint irgendwie der richtige Weg zu sein. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns eine halbe Stunde über Direktvermarktung unterhalten können, aber wir hätten jetzt noch, könnte noch weitergehen. Zeit ist langsam rum. Ich bedanke mich da sehr herzlich bei euch beiden. Würde wohl wahrscheinlich mal Sinn machen, bei euch mal rumzukommen und sich das mal richtig anzugucken, ne? Sehr gerne, Einladung steht. Ah, okay, alles klar. Ja, vielen Dank, dass ihr uns auch hier sowas zum Probieren vorbeigebracht habt. Ihr könnt jetzt noch einmal die Chance nutzen, vor diesem Millionenpublikum zu sagen, wo euer Stand ist, hier auf der Darmstädter Ausstellung und wo eure Läden sind. Ja, also wir sind Kükshoff, sind hier in Tarmstedt in der Zelthalle 2 vertreten. Dieses Wochenende. Dieses Wochenende. Kommt gerne rein, dann findet ihr unseren Standpartner auch gleich sofort und uns. Und wir haben immer was da zum Verköstigen. Und ansonsten besucht uns gerne in Forstort Anfang. Das gehört zu Glinstedt in der Gemeinde Gnarrenburg, nicht weit von Tarmstedt. Wir freuen uns über euren Besuch. Wir freuen uns, wenn ihr Käse einkauft und ihr könnt natürlich auch gerne in den Stall gucken. Und ich bin neutral, ich bin wirklich neutral. Ne? Also ich habe jetzt hier mit dir nichts am Laufen oder so, dass du mich bestichst oder so. Die sind, alle Sorten sind sehr lecker. Danke. Alle Sorten. Und deine Wurst schmeckt auch hervorragend. Wo finden wir dich? Da hier auch nebenan. Ebenso hier in der Halle, direkt nebenan. Das heißt, das passt ganz gut, kommt gern vorbei. Wir haben unseren Hofladen und unseren Betrieb 3 Kilometer entfernt in Heppstedt, also ein Katzensprung. Und super zu erreichen, tolle Fahrradgegend, kleine Abstecher mit dem Fahrrad, perfekt. Sehr gut, Heiko, touristisch noch mit eingeordnet. Dann sagen wir an dieser Stelle vielen Dank, bitte mal einen herzlichen Applaus für die beiden. Dann merkt man auch mal, dass hier Publikum ist. Ja, ich sage auch schönen Dank, hat mich sehr gefreut, euch kennenzulernen und sage bis zum nächsten Mal.